Aufnahme. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ich hab vorhin über die Aufnahme gestartet. Ach Mann, jetzt startet die Aufnahme, Ramler. Los, do it. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gut, dass ich nicht mehr aufnehme. Wilms. Was? Fick Wilms. Gut, dass ich nicht aufnehme, weil jetzt kann ich endlich wieder Pokébälle machen. Ja, sehr schön. Das stimmt, ja, das mach ich gleich auch nochmal. Oh, ah, ich müsste eigentlich an meinem Haus weiterbauen. Nehmen wir jetzt auf? Ja, wir nehmen schon auf, es läuft. Weiß ja nicht, was du mal machst, Wim, dass du das nicht mitbekommst. Ja, ich wollte ein bisschen fappen, hallo? Aber es geht ja jetzt nicht mehr. Los, also, Kampf! Will ich seinem so, oder ich mach's ganz leise. Lol. Ganz leise fappen? Oh, Willi. Du kannst das ist immer so toll. Ja, ich hab lange geübt für toll sein und jetzt bin ich zu toll. Jetzt werde ich hier vom Level 9 angegriffen. Ja, was willst du eigentlich machen, ey? Tod. Ja, Hashtag übermorgen. Das schon wieder? Übermorgen. Level 29, was willst du eigentlich machen, ja? So, also die Revos-Zuschauer, ihr wisst ja, Thorsten nimmt jetzt auf, nachdem wir immer diese Mutation haben, ne? Thorsten, ja. Wilms, Danny. Thorsten, Wilms, Danny. Oh, Mutation heißt das übersetzt. Und Thorsten, Wilms, ja. Popeli ja nicht mehr, weil das ja nicht hat, klappt bei ihm. Ja, so richtig? Thorsten, ich kauf Popel in deinem PC. Mann, ja, Spaß, ey. Du musst mir noch Geld geben. So, Flamly, wo bist du? Ich hab eben hier Flamly gesehen. Oh. Flamly? Flamly! Flamly! Ramler. Ey, Ramler, ich glaube, wir haben den fast den gleichen Skin. Ich hab auch einen Creeper drauf. Oh. Wow, so. Das ist der gleiche. Hab ich einen Creeper hinten drauf? Ja, also sieht doch irgendwie so aus. Ich hab einen Penis vorne drauf. Wieso hast du einen Penis vorne drauf? Junge, ich hab nur noch halbes Herz! Frag mich nicht, den hab ich damit einfach so gemacht. Echt? Ja! Danny, komm mal her. Weg. Oh, ein Carpador. Na, meins. Jetzt wie so ein Penner, der Essen gekriegt hat von Willi. Ich hab schon angegriffen. Du Penner. Lustig. Raw Fish dropped on the ground. Wo ist das? Ja. Wo ist das? Ja, ich bin gerade in den Kampf. Oh, ja. Oh, da ist er so ein Pop. Oh, Pop, der Pokémon kriegt die Fresse. Oh, Krabi muss aber sterben, Mann. Krabi? Wer muss sterben? Heißt nicht Krabi? Ja, also gegen den ich kämpfe, heißt Krabi, ja. Achso, die Krabben. Ah, nice, Popeli. Dropped on the ground. Wieso droppen die jetzt die Fische? Da, wo oh, nein! Und wieso kriegt man das nicht mehr? Ich hab die im Inventar bekommen gerade. Echt? Bei mir steht. Achso. Ja, gut. Puppe, ich hab auch ein Flauschi, guck mal. Daran kannst du natürlich liegen. Das Flauschi? Das ist auch eine Art Flauschi. Oh nein, das ist Steini. Das ist nicht Steini, das ist Wasser-Pokémon. Das ist Steini. Oh. Hier, pass auf, das ist Steini. Oh, ist noch. Alter. Komm, das ist Steini. Oh mein Ding, du hast wirklich alle Aprikokos durcheinander gepflanzt. Was hab ich? Nein. Das ist hässlich. Scheiße. Alter, Puppe, was hältst du von dem hier? Ja. Wo? Warte. Zeig, hau aus. Feurig, ja. Das ist doof. Feurig. Ja, ich weiß, aber einer muss ja, weißt du. Feurig! Das weiß ich. Was kann auch mal ein Sichlor cooles? Sichlor? Kann nicht ein Sichlor. Kann der Schneider? Sichlor, der kann leider nicht fliegen. Okay. Nee, der kann wirklich nicht fliegen. Kann Xerox fliegen? Ah, seht ihr auch gerade Rammer kämpfen mit dem Dichlo. Gerox? Okay. Keine Ahnung. Aber jetzt ein riesen Ibitak. Wer hat denn das Ibitak? Keine Ahnung. Ich hab einen Ibitak. Ich hab's auf jeden Fall. Aber jetzt fliegt gerade ein Riesen auch rum. Ja, nee, denn die fliegen auch random rum. Ja, logisch. Nee. Ich dachte, die kann man nur finden. Die kann man auch im Libella fliegen? Alter, wissen wir doch alles nicht. Ja, kann man. Nicht. Libeldra? Oh nein, jetzt regnet's. Wieso regnet es denn? Oh, Zeigung, ey. Willi. Oh, ja, was denn? Hast du den Server auf Hardcore oder so? Weil ich muss extrem viel essen immer. Ja, nee, vielleicht solltest nicht. Du mal mehr Sport treiben. Weniger. What? Das macht ihm. Dead Logic, nee, ey. Ja, aber irgendwie muss ich extrem viel essen. So, meine lieben Freunde, wie sieht's denn noch aus? Was wollen wir heute machen? Weiß ich noch nicht so richtig. Ich bin gerade erstmal in meinem Haus, erstmal kurz. Ja, was? Etwas beschäftigt. Komm mal da, 2 Tronin. Ich bin verschwunden. Nee, ja, hol sie mal. Eigentlich würde ich ganz gerne heute ein bisschen auf Reisen gehen und gucken, ob wir eine Arena finden. Das könnte man eigentlich mal machen. Das ist ja jetzt hier eine Lüge, ja. Ich hätte gerade fast was Falsches gesagt. Was hast du denn fast gesagt? Nichts. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Wir haben doch eine Arena. Haben wir ja, aber die ist im Urlaub. Guck da auf dem Schild vor, da steht Arena ist am Urlaub, ey. Warum kann ich Derek nicht sagen? Seitdem wir da sind, weißt du, Professor Eich hat uns gut eingewiesen. Nein! Da war der auch schon nicht da. Ja, da war der auch immer im Urlaub. Nee, der war schon ganz einfach, schon vor dem Urlaub. Massacre! Ich war letztes Jahr hier, zur gleichen Zeit. Ich hab geguckt, wie es aussieht hier. Ach so.
Ach weil so, wir, das war's. Wir sind ja auf Pokémon Reisen. Ich war schon mal hier. Eurige entwickelt sich. Und da war ich schon dort, da war ich schon auch nicht da. Da war schon auch auf Reisen. Krass, ey, ein Jahr lang Urlaub, ey. Ja, ey, das, der muss echt Geld haben, ne? Nein, der hat aber auch Geld. Vielleicht sollte ich Arena-Leiter werden. Ich meine, wenn man so viel Geld hat. Ui, ich kann fliegen! Ja, warum nicht, ne? Wow, bist du toll. Ja. Oh, Willi! Oh, Willi! Steine? Ja, Steine. Was schreit denn Danny eigentlich so rum? Willi! Weiß ich nicht. Der freut sich. Das tollste Pokémon überhaupt. Ach Gott, was denn? Hashtag übermorgen. Was hat er denn gefunden? Ach Quatsch, da habe ich nichts zu. Na, LOL! Ramla hat voll das geile Pokémon. Du hast das bei mir. Oh LOL, Ramla hat voll das geile Pokémon. Ach, das ist Level 45! Hashtag übermorgen! Hashtag übermorgen! Alter, schreit doch mal nicht so, mal ganz entspannt hier. Warum? Ja? Den Danny warum nicht Pokémon? Meine Fresse, ey. Oh, das ist nicht, Level 45! Ey Leute, was ist mit euch los? Was ist da los, Willi? Was ist da los? Hört mal, hört mal auf, ich bin der Einzige, der Hashtag übermorgen benutzt. Also gegen den es benutzt. Und Tosni. Ja. Und ich ja mittlerweile nicht, auch, ja. Also mittlerweile. Und du nicht, Puppe, nee. Nee, nee Puppe genau. Nicht. Puppe ist du? Hashtag nie wieder. Ich bin bei mir. Nie wieder. Hashtag nie wieder. Weißt du, wo ja. Ich wohne, Ramla? Müsstest du eigentlich, oder? Ja, ja, warte, ich lande auf deinem der Mülltonne Platz vor meinem Haus. Ja, warte, lande ich auch. Am Flugplatz da oben drauf mit deinem Aprikokos. Auf dem Flugplatz. Auf dem Flugplatz. Das ist eine Aprikoko-Farm, Mann. Hallo, Ramla. Willi. Oh, hallo, Ramla. Was denn? Willi, was hast du denn da? Krieg ich Aprikokos zum Anpflanzen? Ja, Level 45. Kannst du gerne nehmen. Puppe, okay, du darfst einmal bei mir alles abfarmen und bei dir anpflanzen. Hashtag übermorgen ab jetzt auch bei Ramla. Der hat ein Level 45er Pokémon sich gerade geholt. Ab jetzt auch bei Ramla. Ich hab's einfach mal so. Ich wollte's einfach. Ich wollte ja, es. Macht aber auch dafür Spaß, ne? Dafür sind, ja, dafür sind drei Pokémon von mir draufgegangen, ey. Was? Wie kann man Aprikokos abpflanzen? Oben drauf, da ist diese, oben drauf, ja, dieses, die Blüte, sagen, ne? Ja, es funktioniert also, aber nicht. Wenn ich keine Blüte, damit rechts eigentlich drauf. Mit einer leeren Hand. No. Ja, hab ich, geht aber nicht. Ja, dann Thorsten, wo ist, nee, wo ist mein Hammer? Wer bist du denn? Ich weiß nicht, warum das ist. Hallo. Darf ich mal was sagen? Hallo. Es gibt ja hier diese Pokémon-Edition, ne? Hier Pokémon. Hauptsache Danny längst. Wo Winter ist, ne? Ja, Danny. Ich hab grad irgendeinen Typen gequatscht, ja? Und du quatschst ja immer weiter. Und Danny lenkt da einfach ab. Na, ist egal. Ist egal. Und auf jeden Fall. Ja. Mir war das aufgefallen, ja? Das werde ich später nochmal ansprechen, wenn es soweit ist, ja? Aha. Ja. Und das war's. So, jetzt, wer, ja? Denn, wer war denn jetzt der Typ hier, der hier rumgequatscht hat? Wer stört denn die Aufnahme? Penis. Meine Fresse, ey. Ramlas Penis. Ramlas Penis hat die auch noch, ja, das weiß ich doch. Ja, der hat einen eigenen Computer. Wupp, wupp. What? What? Ja. Alter, der Penis, ich weiß, hallo, du da. Kannst du mir vielleicht helfen? Ich hab mich verlaufen. Ich suche die City. What? Schon seit fast einem Jahr. Wer bist du denn? Wer bist du denn? Was sucht der Typ nach einem Jahr? Was sucht der nach einem Jahr? Hallo, du Pro-Gamer Danny Trainer. Ja, was suchst du denn? Helf mir mal, Revo City zu finden. Wen City? Revo City. Was? Sorry. Das war gar nicht lustig. Rewe City! Nicht Rewe! Oh Gott! Nicht Rewe! Rewe City, oh Mann, ey. Oh, ich glaube, ich hätte verkackt. Rewe City, Alter. Ja, ich hätte gerne noch. Ja, ich habe mir noch einen Apfel. Übrigens, ne? Oh. Darf ich dir mal was sagen, Herr Typ hier, der nach Rewe City will? Ja? Rewe City! Jeden Tag Skin, ein ja, bisschen besser. Hast, der ist aus Schwarz und Weiß, ne? Also, du siehst aus wie Ash aus Schwarz und Weiß. Ah, eine Angel! Er will mich angeln! Oh nein, ich bin zu heiß. Ja, wer sind Sie denn überhaupt? Woher kommen Sie denn? Was machen Sie hier? Ich bin ein alteingesessener Bürger von Rewe City, Rewe City. Ja, Rewe City, das wäre nett, wenn Sie mir den Weg zeigen. Ich bin schon seit fast einem Jahr auf der Suche nach meiner Heimatstadt. Ich habe da sehr wichtige Sachen zu erledigen. Und ich wurde schon vom Kommissar angeschrieben und sehr angeschnauzt. Ich mach gerade bitte mal wieder blicken lassen. Meine Kugel. Ach so, okay, ja, gar kein Problem. Vorne ist übrigens, Professor. Mein Name ist Rocco. Ja, kann ich dir geben. Altes Büro. Ach, hi, hallo. Rocco ist aber mein Spitzname. Wirklich heißt Jason Truscott. Danke. Gar kein Problem. Ja, ich führe Sie mal zu Professor Eichels Büro, ja, in Rewe City. Da will ich übrigens gar nicht hin, ich habe was anderes daneben, ich will nach Hause. Aber wenn ich da bin, dann weiß ich ab hier den Weg. Vielen Dank. Achso, okay. Ach übrigens, ich bin der Arena-Leiter. Nein, mein Pokémon! Was? Du siehst aber aus wie ein normaler Pokémon-Trainer. Der Arena-Leiter? Das glaube ich ja jetzt nicht.
Achso, warte mal, ich muss nochmal ins Focus Center. Das ist sehr schön. Hört sich gut an, was ihr da unten macht. Ja, ich muss nochmal ins Focus Center. Das passiert. Ja, weil meine Pokémon wurden sehr geschwächt. Durch einen Carpador. Von mir? Ich meine Carpador. Carpador. Nee, Carpador hört sich aber toller an. Cholera. Cholera? Es war einmal ein Apfel. Der war gar kein Apfel. Ja, Rocco, ach so, da vorne sind sie. Kann mal einer, den Zauberkranz machen und den Regen ausmachen? Das wäre sehr nett. Nein. Hast du gerade Rocco gesagt? Boah, das passt. Gewitter passt. Tosni? Ja, ich habe gerade Rocco gesagt. Also er hatte sich auf jeden Fall so vorgestellt. Sind Sie der Rocco, der Arenaleiter Rocco? Ja, genau. Ich bin der Rocco. So Rocco. Der Arenaleiter? Der Arenaleiter ist doch Reisen ist und nicht genau, ein Jahr älter geworden ist. Genau, ich bin seit 20 Jahren 15 Jahre alt. Rocco war doch älter als 15. Und nein, ich werde dir nicht verraten, welche Creme ich benutze. Oh, scheiße. Oh Mann. Und so eine Bräunungscreme. Und meine Steiminger. Wieso Bräunungscreme? Steiniger, nicht Schleimiger. Weil Rocco ein sehr dunkler Typ ist. Hallo. Achso. Was? Hallo? Ja, hi Popel. Hallo. Ja, und was machen Sie hier in Rebo City? Ich bin der Arenaleiter. Jetzt habe ich ein Problem. Ich bin seit einiger Zeit auf Nachforschungsreise gewesen und habe mich dann verlaufen. Ja, und jetzt bin ich wieder da. Nachforschung kenne ich aber aus anderen Anime, aber gut. Fuck. Herr Popel, würden Sie bitte... Ja, ich will zuschauen. Ich habe einen Riesen gesehen, weißt du? Was willst du denn zuschauen? So. Aber wenn Sie schon mal hier sind als Arenaleiter, dann würde ich sagen... Alter, hinter mir ist gerade ein Blitz eingeschlagen. Let's do a fight. Let's fight for a duel. Hol die Karte raus. Was soll der Scheiß? Okay. Kann ich mal eben so anmerken, dass ich nehme Ihre Herausforderung an. Ja, was kannst du anmerken? Und als Begrüßung gebe ich Ihnen eine Karotte. Oh, das ist nett. Ich hab auch eine. Und zwar... Nein, ein Karottenschlag. Achso. So. Und die Karotte, warte mal. Hier. Dieser Karottenschlag war aber sehr fleischig. Ja, es war eigentlich meine Fleischpeitsche. Das wollte ich nicht sagen. Ist gar nicht asymmetrisch. Asymmetrisch? Asymmetrisch. Ja, alles klar. So, also, es ist Zeit für ein Duell. Ich weiß gar nicht, sind wir schon im Extra-Channel? Nein. Oh. Ja, du. Bei, Das ist einfach super. Gut, dass wir das alles vorher geplant haben. Ja, das ist alles. Wie immer geplant. So, ihr macht jetzt euer Duell zusammen. Für die Ramlas-Zuschauer. Das kann man auf der Revolution gucken. Guckt auch lieber allgemein da. Ist hier so besser. Und, Erstmal hey sagen, obwohl es ein Kompliment war. Und viel Spaß ist Thorsten beim Duell. Mach ja, danke, Platz. Danke. Dieser nette Typ. Der scheint nett zu sein. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde ihn auch voll sympathisch. Übrigens sollte ich Sie noch vorwarnen. Ja, mach warn ihn alleine. Wenn Sie ey, den wollen, Kampf wollen, verlieren, ja, komm, gehören mir all Ihre Pokémon. Ah! Ja, bist du ein Team Rocket oder was? Nee, Rocket, ansonsten würde er einen Schuss in den Ofen bekommen. Team Rakete. Los, lass uns trennen. Bis nachher. Bis dann. Alles klar. So, Dennis? Ja. Ah. Ich bin nicht Dennis. Rocco. Ja, Rocco. Ja, was haben Sie denn, also ich muss ja ein bisschen Interview hier führen, ja. Was haben Sie denn für Pokémon? Worauf haben Sie sich denn spezialisiert? Ich habe mich auf Stein spezialisiert. Okay, also der erste Orden, Freunde, es geht los. Stein, okay, alles klar. Dann spiele ich, also let's do it fight. Warte, mein Pokémon kommt. Nee, warte mal, da nicht hier. Yeah. Boom. Fukano, Level 26 gegen. Ich sehe es nicht von hier. Also? So. Sehr gut, du hast übrigens gefailt. Da ist ein Witz, oder? Warte mal kurz. Wems geht er weg? Jetzt. Yeah. Excellent. Gegen Rocco steht da übrigens, ja, da steht Rocco. Except, okay. Ich hab Kleinstein im Kopf. Kleinstein, mein Fukano will ausbrechen, das finde ich ja nicht so gut. Fukano, Flammenrad! Oh. Flammenrad, oh, das hat ja voll viel gebracht. So, okay, was machen wir als nächstes? Feuerzahn.
Bitte warten. Okay. Was machen wir als nächstes? Bodycheck. Wieso treffe ich eigentlich nie? Lol. Oh. Einfach One-Hit. Da. Ein schönes Vulcano. Das wirst du bitter bereuen. Und zwar. Ja, das will ich doch hoffen. Bisaflor! What the fuck? Ja, Rasierblatt. Rasier ihn. Der ist so haarig. Und da ist er auch schon weg. Onix. Oha, Level 40. Alter, Alter, das sieht voll fett aus. Rasierblatt. Gib ihm hart. Alter. What the fuck? Alter Schwede. What the fu, Bodycheck. Okay, hat nichts gebracht. Giftpuder. Hat auch nichts gebracht. Okay, Bodycheck. Nein! Scheiße, das wollte ich gar nicht. Nein! Jetzt aber Rasierblatt. Jetzt machen wir dem Ding hier ein Ende. Yeah! Jetzt kommt mein letztes Pokémon. Oh, Master. Oh, ich habe was Neues erlernt. Nee, Songs. Nein. Ja. Ich glaube, mein Spiel hat sich gerade aufgehangen. Das wäre nicht so gut. Da müssen wir den Kampf wiederholen. Ich glaube, hier passiert